Hallo, Bracket hier, willkommen zurück. Wir haben gerade Tyrus gerettet und Rejik den Häuter zu Fall gebracht. Und ich stehle jetzt hier den Silberring. Ja, den Silberring stehle ich jetzt und das Gold. Ja, wir haben keine ordentliche Belohnung bekommen. Stehle ich das auch noch? Ich stehle all euer Geld. Was lasst ihr uns auch allein in eurem Haus? Böse, böse, böse. Ja, wir haben Rejik den Häuter endlich umgebracht. Und es ist 0 Uhr, es ist Mitternacht. Okay, zu welcher Familie gehe ich? Ali Akbars oder Luraxols? Die Luraxols haben eine Frau als Anführerin. Das heißt, ich gehe dahin. Die war heiß, ja. Man muss Prioritäten setzen. Die sah gut aus. Und ja, das war's eigentlich auch. Die sah gut aus. Was war noch? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich wollte mal gucken. Familienferienhandelstreff, genau. Lilith Luraxol. Ja, mit dem Namen hat sie doch bestimmt gleich Sex mit mir. Ich wollte mal gucken, ob ich eventuell hier die Quest habe mit Rejik. Nee, ich glaube, ich kann Rejik. Die Rejik-Quest ist vorbei. Ich kann nicht mehr im Brückenviertel dem Wachmann sagen, was Sache ist, was mit ihm passiert ist. Wollen wir dich erstmal umzingeln, ne? Wie fühlst du dich? Hier mit zwischen Minsk-Anomen und mir. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Die tut nur so. Die tut nur so. Innerlich ist das ganz heiß. Der Held von Handelstreff. Endlich gekommen, um mich zu besuchen. Oh, ja. Vielleicht soll ich das doch nochmal vorlesen. Dieses Schwein, Scarmane, hat nicht zu übel von mir gesprochen, oder? Egal, er ist ein störrischer, irregeführter Narr. Unsere Familien liegen seit Generationen miteinander im Streit, müsst ihr wissen. Die Ali-Bakakak, weigern sich, die Tatsache anzuerkennen, dass wir die einzige adlige Familie in Handelstreff sind. Wir! Die es gegründet haben. Oh, ihr streitet euch, wessen Blut blauer ist. Das ist so langweilig. Warum sie sich selber für wichtiger ansehen, als sie es sind, übersteigt meine Vorstellungskraft. Das ist immer das Beste. Das ist immer das Beste. Projizierst du viel, hä? Unglücklich ist aber, dass meine Familie nie einen wirklichen vorzeigbaren Beweis für die Wahrheit ihrer Behauptungen hatte. Das hat sich jetzt allerdings geändert. Ein dickes Buch ist entdeckt worden, eins, das meiner Familie gehört. Und das besagt, dass es einen Beweis hier in Handelstreff direkt unter unserer Nase gibt. In der Grabstätte des Friedhofs hier in der Stadt liegt die Gruft des Gründers, meines Vorfahren. Bei ihm liegt der Reif der Vaukeen, ein schöner Name für einen alten goldenen Reif. Jedenfalls würde dieser Reif meinen Anspruch ein für allemal beweisen und die Alibakakakaka zum Schweigen bringen. Ich würde ihn selber holen, aber in dieser Grabstätte spukt es, müsst ihr wissen, und ich habe Angst. Ja. Ihr könntet diese heldenhafte Tat vollbringen, diese Grabstätte zu betreten und den Reif für mich zu holen, wenn ihr gewillt seid. Im Gegenzug erhaltet ihr von mir 1000 Goldmünzen. Sofort, ja, auf geht's. Los. Hier ist der Schlüssel. Und dann, auf geht's. 1000 Gold. Und habt ihr das Bein gesehen von der? Die zeigt Bein. Achtung, ich geh nochmal rein. Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir plötzlich, aber... Okay, wieder raus. Genug. Der Friedhof ist hier. Da ist die Grabstätte. Alles schön nah beieinander. Handelstreff ist ein toller, toller Ort. Auf dem Rückweg werde ich wohl mal bei meiner Burg vorbeischauen, wo ich Fürst Bracket der Erste bin. Oh, auf ein Wort, Bracket. Ich verstehe, dass euch eine vornehme Familie beauftragt hat, die Grabstätte zu betreten, um etwas dort zu holen. Ich habe keine Einwände dagegen. Dieses Grabmal ist schon seit langem mein Ärgernis. Aber wenn jemand etwas dagegen unternehmen kann, dann ihr. Aber ich sorge mich um das, was ihr dort mitnehmen könntet. Der Reif, er gehört einem gemeinsamen Vorfahren zweier Familien. Wiewohl beide Familien diesen Reif als ihr alleiniges Eigentum betrachten. Okay. Ich verstehe. Das kann zu einem Blutbad führen.
Ich kann euch nicht das Gold bieten, über das diese Adligen verfügen, aber im Namen des Friedens bitte ich euch darum, mir den Reif auszuhändigen, sobald ihr ihn gefunden habt. Ich kann euch freilich nicht dazu zwingen. Vielleicht ist die Situation ja nicht so ernst, wie ich es befürchte, aber ihr müsst eure Handlungen mit eurem eigenen Gewissen abmachen. Oh, das sind immer die Schlimmsten, die sagen, ja, ich kann dich nicht zwingen, das Richtige zu tun, aber denk an dein Gewissen. Oh, okay, hallo. Du musst weg. Definitiv. Stirb, stirb, stirb. Schneller. Oh. Und du als Nächstes. Wer schreit denn hier? Nalia? Nalia, was machst du da vorne? Zitze. Bracket? Aha. Such mal nach Fallen. Hier, das ist, okay, ich dachte, das wäre hier öffnenbar. Ja. Mal schauen, da muss ja irgendwo der Reif liegen. Plus 1 Schwerter, wunderschön. Kann ich nicht genug von bekommen. Der Reif der Vaukeen. Mal schauen. Ah, kann ich sogar identifizieren. Gefällt mir. Reif der Vaukeen. Ein goldener Stirnreif. Das ziehe ich bestimmt nicht an. Nee. Das war einfach, ja. Das war extrem einfach. Ich meine natürlich, meine Gruppe ist unglaublich toll. Wir sind die Helden von Handelstreff. Und wie es so ist, als Held kann man nicht das machen, was man gerne machen wollte. Wir müssen das Richtige tun. Das kannst du mal nehmen. Und die auch. Und die auch. Okay. Identifizieren. Du hast nicht mal mehr ein Schwert. Für Notfälle. Na gut. Jetzt hast du ein Schwert für Notfälle. Und lassen wir es mal. Ja, ich muss definitiv ganz viel in meinem Inventar aufräumen. Bin ich mal gespannt, wann wir das machen. Ich versuche das ja hinauszuzögern. Solange es noch geht. Wir haben jetzt 0 Uhr immer noch. Also alles innerhalb von einer Stunde hier gemacht. Perfekt. Dann geben wir mal den Reif dem Bürgermeister, der uns gesagt hat, dass beide Familien von der gleichen Person abstammen. Was, ja, warum nicht? Oh, cool. Oh, so cool. Ja, Nalia. Noch nie warst du so attraktiv wie mit diesem Flammenschwert. Nee, wir machen das Richtige. Das bringt hoffentlich nochmal einen Rufpunkt. Und an dem Rufpunkt sparen wir dann vielleicht mehr Gold beim Einkaufen, was wir dann am nächsten Morgen machen, als die 1000 Gold gewesen wären. Vielleicht. Da, nimm ihn. 250 Goldmünzen. Ich bin stolz, zu ihr zu gehören. Die das Land von hier bis in meine ferne Heimat durchstreifen, einen Platz sichern. Daran kann es keinen Zweifel geben. Oh ja, wir haben Rufen. Oh, wir haben erst Ruf 19. Ah, ich dachte, wir wären bei 20. Das heißt, es ist immer noch Raum für Verbesserungen. Das gefällt mir. Ich hätte gerne Ruf 20. Minsk, du Dösbattel, komm da raus. Das ist so. Genau das, was ich mir. Jetzt sind wieder alle glücklich und zufrieden mit sich selbst. Gehen wir mal 8 Stunden lang rasten. Und dann machen wir einen kleinen Einkaufstour, weil dann die Händler hier unten wieder da sein werden. Und ich darf auch nicht den Händler im Norden vergessen. Den Schmied. Der vermutlich sogar jetzt schon mit uns handeln würde. Anomen, heil mal Bracket mit deinem riesigen Heilzauber, ja. Nalia hat interessanterweise ihre Lebenspunkte regeneriert. Nur wie? Ha, okay. Damit. Nalia kann sich einmal am Tag in einen Troll verwandeln. Habe ich auch noch nicht benutzt. Upsa. Bis jetzt! Ja, Nalia, wie magst du das? Wie gefällt dir das? Ich mag dich so mehr als vorher. Wollen wir mal schlafen gehen? Ich würde gerne deine Dienste in Anspruch nehmen. Gib ihm. Ah. Gib ihm. Hui. Interessant. Gib ihm.
Ich bin der Held von Handelstreff. Ich brauche mehr Alkohol. Okay, Minsk, 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 Minsk. Oh. Anomen. Gib ihm. Okay. Bisschen zu enthusiastisch bin ich hier. Los, Nalia, komm. Wow, Nalia. Du wohnst hier, du kriegst das teure Zeugs. Ja, ich glaube, ich habe in diesem Spiel schon mehr versoffen als in jedem anderen Spiel. Also als in Baldur's Gate 2, in diesem Durchlauf von Baldur's Gate 2 habe ich schon so viel versoffen an Gold. Es ist unglaublich. Normalerweise mache ich das nie, weil es kaum Sinn hat. Ah, helllichter Tag, wie schön. Und die Leute sind auf der Straße und... hier müssten irgendwo Händler stehen. Da zum Beispiel. Der war nachts nicht hier. Der hat bestimmt ein paar richtig tolle Sachen. Du bist meine Charisma-Bombe. Solange ihr kein Steuereintreiber seid. Ja, nee, Steuereintreiber bin ich nett. Das wäre wahrscheinlich sehr klug, wenn ich einer wäre für die Leute, die Steuern bezahlt bekommen. Was haben wir denn hier? Der Gürtel der internen Barriere? Nee, der, das ist, Inertial ist ja, ach, was auch immer. was haben wir denn hier? 15.000 Gold? Ich weiß nicht. Der Cloak of Displacement. Der ist extrem nervig, wenn den jemand in der Gruppe anhat. Aber ich muss ihn kaufen. Ja, ich muss ihn kaufen. Der ist einfach zu gut. Aber der hat eine nervige Animation. Was haben wir hier? Plus 2 Schild? Plus... Nee. Schlecht. Nicht wert. Oh! Pfeil der Durchbohrung. Nur für 2000 Gold den Stack. Das ist zu teuer. Rass plus 2. Die tanzende Klinge. Das Schwert kämpft für 10 Runden alleine. Könnte man mal kaufen. Habe ich selten benutzt, wenn ich es mal hatte. Der Staff of Striking. Der macht irrsinnig viel Schaden normalerweise. 6 zusätzliche Schaden. Allerdings, bei jedem Treffer wird ein bisschen der Magie vom Stab entzogen und irgendwann ist er leer. Ah, da steht was. Der Stab lädt sich jeden Morgen wieder auf. Das heißt, nach dem Rasten ist man wieder voll da. Das ist natürlich dann was anderes. Oh, was haben wir hier oben? Der Zwergenwerfer plus 2 Wurfhammer, der nur von Zwergen benutzt werden kann. Also von niemandem in meiner Gruppe. Von gar niemandem. Gucken wir nochmal, ob hier eine... Hier war noch Tanscherons Bogen. Ein Kurzbogen. Der, glaube ich, keinerlei Munition braucht. Der verschießt plus 3 Pfeile, die keinen Extraschaden machen. Bleiben wir auch nochmal weg von Schwarzblut, die Keule. Nicht wirklich, für irgendeinen meiner Leute. Nee, ich glaube, Minsk hat, was hat Minsk? Jerods Streitkolben. Du wärst der Einzige, dem ich sowas geben würde. Und du hast hier noch den Bogen, der einen Angriff pro Runde mehr hat. Deswegen, das ist absolut ein No-Brainer, sozusagen. Ah, okay. Du ziehst den an. Der macht es noch schwerer, dich zu treffen. Und den Umhang geben wir dir, ja. Du bist die letzte Person. Mal gucken, ob die Animation... Ja, das ist die nervige Animation. Das geht auf die Augen auf Dauer. Müssen wir mal gucken, ob ich das aushalte. Vermutlich ja.
Vermutlich ja. Du bist auch noch neu, du bist ein Straßenverkäufer, mit dir reden wir auch noch ganz schnell. Das machen wir alles in dieser Folge. Ja, wir wollen zweifellos deine Heldentränke, wären interessant. Heldentränke wären interessant. Ansonsten eher nichts. Nee, lassen wir es mal so. Bis zum nächsten Mal dann, macht's gut.